ruhiges Plätzchen verwandelt sich das Arenal einmal im Jahr zu einem Festplatz. Denn der Vogelschutz des Zucht- und Lieferverein Pudorf veranstaltet sein Sommerfest. Um 10 Uhr ist Treffen an der Eiche und man wandert durch Pudorfer Flur. Am Ziel angekommen warten Verpflegung und kühle Getränke auf die Wanderer. Guten Gelbrücker Landwürstchen. Nee. Du mal weglaufen, wie du willst. Ich kriege sie alle. Du kriegst sie alle. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf dem angemieteten Gelände vom Vogelverein. Und wir machen hier heute unsere 32. Wanderung vom Vogelverein. Heute Morgen sind wir um 10 Uhr von der Friedenseiche im Lohwig losgegangen, haben circa mit 15 Leuten eine Wanderung gemacht, 2 Stunden ungefähr. Und jetzt sind wir hier am Vereinsgelände. Hier ist jetzt gemütlicher Ausklang mit Grillsachen und Kaffee und Kuchen. Nachher werden wir noch mal ein wenig grillen. Und wie man im Hintergrund sieht, doch haben wir auch für die Kinder eine Hüpfburg. Am 20. und 21. November werden wir in diesem Jahr wieder unsere Vogelausstellung in der Klebechhalle durchführen. Und wir haben zurzeit ca. 40 Mitglieder. Wir freuen uns natürlich über jeden, der noch eventuell Interesse hat an der Vogelzucht oder uns helfen möchte. Als Gönner, Spender würden wir uns natürlich darüber freuen. Ja, Riesenrad und Achterbahn und Scooterrennen, alles fehlt natürlich auf diesem großen Sommerfest. Dafür ist man für die Kinder bestens gesorgt. Mit Hüpfburg, Nagelklopfen, Torwand schießen. Also es gab keine Langeweile. Hey, ist kaputt? Kannst du nicht mehr oder was? Auch für die Erwachsenen hatte der Vogelverein bestens gesorgt. Mit Apfelkuchen, Erdbeertorte, Schlagsahne, Würstchen und Fritten war auch hier bestens gesorgt worden. Und jetzt möchte ich was über die Schule erzählen. Echt? Die Schule ist doof.